Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich eröffne die 981. Sitzung des Bundesrates. Mit Entsetzen und Trauer haben wir von dem Anschlag in Halle erfahren. Ein Verbrecher schießt am helllichten Tag mitten in einer Stadt auf Menschen und zeigt dies noch in einem Livestream im Internet. Zwei Tote und mehrere Verletzte seiner feigen Tat gibt es zu beklagen. Die Mitglieder der jüdischen Gemeinde in Halle haben überlebt, gerettet von einer Tür, die zum Schutz vor genau einer solchen Angreifer verriegelt war. Es ist schon bitter genug, dass Mitglieder einer Religionsgemeinschaft in Deutschland ihren Gottesdienst hinter verschlossenen Türen abhalten. Und so umso schlimmer, wenn sich auch noch die Notwendigkeit einer solchen Sicherung beweist. Im Jahr 2019 sitzen Jüdinnen und Juden in ihrer Synagoge und beten um ihr Leben. Bei uns in Deutschland. Das macht fassungslos. Und wir müssen uns alle, jeder an seinem Platz, fragen, was können wir mehr tun, um gegen solchen Hass vorzugehen? Die Aufgabe der Sicherheitsbehörden ist es nun, die Tat vollständig aufzuklären und Konsequenzen folgen zu lassen. Die Aufgabe von uns allen, der gesamten Gesellschaft, ist es, die Verbreitung von Antisemitismus, Rassismus und Fremdenfeindlichkeit zu verhindern. Denn es fängt im Kleinen an, mit der Verschiebung von roten Linien in den Worten und geht bis zum Überschreiten der Grenze zum terroristischen Handeln. Jeder von uns ist gefragt, im Alltag zu jeder Zeit deutlich zu machen, dass wir für ein offenes und tolerantes Land stehen. Wir müssen jedem widersprechen, der, und sei es auch nur im Ansatz, rechtsextremistisches Gedankengut äußert. Mitglieder der jüdischen Gemeinden, ebenso wie Angehörige anderer Religionsgemeinschaften, müssen sich sicher in unserem Land fühlen. Das ist und bleibt unsere Verantwortung und Aufgabe vor der Geschichte und für die Zukunft. Unsere Gedanken sind heute bei den Angehörigen der Opfer. Ihnen gilt unser ganzes Mitgefühl. Und ich bitte Sie nun, auch aus Respekt und auch in Gedenken an alle Menschen jüdischen Glaubens in unserem Land, aber auch den Opfern gegenüber, sich für einen Moment des Gedenkens zu erheben. Ich danke Ihnen.